Dies geschah im Jahr 1982. Ich war das dritte Kind in der Familie. Als meine Mutter schwanger war, fiel sie die Treppe hinunter und wurde später ins Krankenhaus gebracht. Ich wurde auf dem Weg ins Krankenhaus geboren. Meine Kindheit war nicht glücklich und ich habe nie die Liebe einer Familie gespürt. Mein Vater trank viel und schlug mich und meine Mutter ohne Grund. Mein Vater war Pförtner und meine Mutter war eine Vollzeitehefrau. Mein Vater hat aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs seinen Arbeitsplatz verloren. Nachdem er seinen Arbeitsplatz verloren hatte, fand er nie wieder eine geeignete Stelle. Unser Leben wurde immer schwieriger. Er begann stark zu trinken und ging anfangs zweimal pro Woche in die Kneipe. Am Ende des Tages ging er praktisch jeden Tag hin. Nach einem Jahr fand mein Vater endlich eine Arbeit. Ich dachte, unser Leben würde sich wieder normalisieren, aber mein Vater trank weiter. Jedes Mal, wenn er trank, schlug er meine Mutter und meine Mutter hatte große Angst vor ihm. Ich erinnere mich, dass es eine sehr kalte Nacht war. Mein Vater hatte wieder getrunken und war erst sehr spät nach Hause gekommen. Meine Mutter sagte meinem Bruder und mir, wir sollten zuerst ins Bett gehen. Sie brachte den Ofen ins Schlafzimmer und zündete dann die Holzkohle an. Sie bedeckte den Boden der Tür mit einem Handtuch, damit die Luft von draußen nicht eindringen konnte. Obwohl ich erst 5 Jahre alt war, wusste ich, dass sie etwas Schreckliches tun würde. Es fühlte sich an, als würde sie den Verstand verlieren, und ich betete, dass sie damit aufhören möge. Sie schrie mich immer wieder an, ich solle ins Bett gehen. Sie schloss auch das letzte Fenster. Ich schlief neben meinem Bruder, und ich hatte solche Angst, dass mein Herz so schnell schlug. Ich begann zu weinen, schloss meine Augen und betete. Die Luft war immer weniger sauerstoffhaltig und ich fühlte mich sehr schläfrig. Ich öffnete mühsam die Augen und sah, dass der Raum mit schwarzem Rauch gefüllt war. Bald füllte sich der Raum mit giftigen Dämpfen und ich begann unaufhörlich zu husten. Ich verlor langsam das Bewusstsein. Als ich wieder aufwachte, sah ich ein wunderschönes Licht an der Stelle, wo das Fenster gewesen war. Ich spürte eine intensive Liebe, die ich noch nie zuvor empfunden hatte. Ich sah eine goldene Gestalt, die von Licht umstrahlt war. Er nahm meine Hand und war bereit, mich von hier wegzuführen. Ich schaute zurück ins Zimmer und sah meine Mutter und meinen Bruder auf dem Boden liegen, als würden sie nicht mehr atmen. Ich wollte hingehen und die Tür öffnen, aber ich konnte nicht. Dann verließen er und ich den Raum. Wir schwebten in der Luft. Von draußen konnte ich ihn besser sehen. Er war wie der in der Bibel beschriebene Jesus. Sein Gesicht leuchtete und seine Augen waren tief. Auf seiner Brust befand sich ein goldenes Kreuz, und um das Kreuz herum waren goldene Kreise. Wir schwebten weiter nach oben. Vor mir erschien ein riesiger Baum, dessen Spitze ich nicht sehen konnte. Der Baum erstrahlte in einem gleißenden Licht. Es gab viele kleine Tiere um den Baum herum, und sie lebten in Harmonie zusammen. Ich fühle mich hier sehr entspannt, ich kann frei atmen und fühle mich nicht mehr müde. Die Szene war wunderschön. Einige der Tiere, die ich zum ersten Mal sah, waren ganz anders als die Tiere auf der Erde. Sie sind sehr freundlich, als ob wir uns kennen würden. Auf der linken Seite des Baumes sah ich viele Kinder mit unterschiedlichen Hautfarben. Jedes einzelne war einzigartig und schön zugleich. Alle waren glücklich. Sie spielten und rannten auf dem Rasen herum. In der Mitte des Gartens befand sich ein schöner Springbrunnen. Etwas weiter oben sah ich eine Menge Leute.
Die Menschen lächelten und die Atmosphäre war voller Liebe. Um den Brunnen herum waren Blumen in allen Farben zu sehen. Die Leute saßen herum, unterhielten sich und lächelten sich an. Als ich weiterging, konnte ich eine große Gruppe älterer Menschen sehen. Sie sahen sehr energisch aus und liefen am Fluss entlang. Plötzlich erinnerte ich mich an meine Mutter, von der ich wusste, dass sie immer noch litt. Ich wusste, dass ich von hier verschwinden musste. Ich habe zu ihm gebetet, dass er zurückgeht und meine Mutter rettet. Plötzlich standen wir vor dem Haus des Nachbarn. Die Nachbarin war eine 50 Jahre alte Frau, die unserer Familie sehr nahe stand. Ich rief ihren Namen, aber es kam keine Antwort. Dann schaute ich zu Jesus. Das nächste, was geschah, war ein Wunder. Der Nachbar kam aus dem Haus, öffnete die Tür und fragte, wer da klopfe. Sie sah niemanden, dachte, es sei ein Streich von jemandem, und war bereit, in ihr Haus zurückzukehren. Ich sah Jesus mit geschlossenen Augen. Er hob die rechte Hand in die Luft und legte die linke Hand auf seine Brust. Dann berührte er den Türgriff und die Tür zu meinem Haus öffnete sich. Die Nachbarin schaute in mein Haus und roch den Rauch in meinem Haus. Sie fing an, laut zu schreien und klopfte immer wieder an meine Schlafzimmertür, aber es kam keine Antwort. Sie versuchte, die Tür gewaltsam zu öffnen, aber sie war von innen entriegelt worden. Dann kam auch ihr Sohn. Er schlug die Glasscheibe der Tür ein. Sie erreichten das Schlafzimmer und trugen uns alle hinaus. Meine Mutter war wieder zu sich gekommen und mein Bruder und ich lagen immer noch auf dem Boden. Sie halfen uns bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach einer Weile kam ich wieder etwas zu Bewusstsein. Als ich Jesus danken wollte, war er schon weg. Ich wusste, es war kein Traum, alles war real. Mein Nachbar fragte meine Mutter, warum hast du so etwas Verrücktes getan? Meine Mutter wusste nicht, was sie antworten sollte. Ich versuchte, etwas zu sagen, aber die Augen meiner Mutter blieben auf mich gerichtet. Ich wusste, dass es ein Wunder war, dass Jesus uns gerettet hatte. Bis heute weiß meine Nachbarin nicht, wer an ihrer Tür klopft.